Ich bin Marcel, Innenverteidiger der 2. B-Jugend beim TuS Germania Schnelsen. Ich hatte früher häufiger Probleme mit dem Schiri und den Gegenspielern. Ich habe viel gepöbelt und deshalb der Mannschaft auch mit gelben Karten und Zeitstrafen geschadet. Auch andere Spieler in unserem Verein hatten das Problem. Um einen besseren Weg zu finden, haben wir uns für das Projekt Zweikampfverhalten entschieden. Am meisten hat mich der Besuch von Petritsch beeindruckt, da man sehen konnte, wie Profis mit dem Problem umgehen. Der Besuch im Gefängnis hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe gelernt, besser mit meinen Emotionen umzugehen, auf und neben dem Platz. Unser Leitspruch war: Mein Verhalten beginnt bei mir im Kopf, ich bin fair im Fußball und cool im Alltag. Danke, Hamburger Weg. Der Hamburger Weg wird unterstützt von Audi, Deutsche Telekom, Emirates, Hamburg für Hamburg, Hanwha Solar, Hareiko, Holsten, Info AG, NDR 2, Randstadt und der Sparda-Bank.